Und dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es steht keinem Propheten zu, Gefangenen zu haben, bis er den Feind überall im Land schwer niedergekämpft hat. Er wollte Glücksgüter des Diesseitigen, aber Allah will das Jenseits. Allah ist allmächtig und allweise. Wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was ihr genommen habt, wahrlich gewaltige Strafe widerfahren. Das war eine Situation, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund eines Rates von Umar oder von Abu Bakr, es gibt beide Überlieferungen, das ist Umar oder Abu Bakr, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeschlagen hat, okay, diese Geiseln, die wir gehabt haben, lassen wir sie wieder frei für Lösegeld. Ja? Und Allah sagt zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, steht keinem Propheten zu, dass er Geiseln nimmt, bevor er gekämpft hat. Willst du Lösegelder haben? Das ist etwas Weltliches. Allah will das Jenseits und ihr denkt an, diesseits. Das ist auch ein Tadel an dem Verhalten. Ja? Aber vergiss bitte nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dieser Stelle nicht auf seine Meinung durchgesetzt hat, sondern er hat sich beraten und zeigt uns ein sehr gutes Beispiel für die Shura-Prinzip, gegenseitige Beratung im Islam. Ja? Die Westen sprechen von Demokratie, aber Demokratie gegen Shura ist noch nicht mal Hälfte. Shura ist noch mehr Menschenrechte, Völkerrechte und Regiererrechte. Berücksichtigt alle, die Regierer, aber auch die Regierten. Ja, gleichzeitig, ohne irgendjemandem Unrecht anzutun. Shura-Prinzip ist auch eine sehr wichtige Sache in dem Staatswesen im Islam. An dieser Stelle tadelt Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er auf den Vorschlag von Umar oder von Abu Bakr, je nachdem welche Überlieferung ist, diese Meinung angenommen hat. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch nochmal, schon in ruhigen Worten, in liebe Worte, wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was ihr genommen habt, wahrlich gewaltige Strafe widerfahren. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diesen Rat von Umar oder von Abu Bakr angenommen und hat das umgesetzt nach den besten Meinungen, die in seiner Zeit gewesen waren. Das heißt, der Tadel auf einer menschlichen Ebene hat keinen Grund, aber auf die göttliche Ebene hat wohl einen Sinn. Ja? Und sehen wir nochmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nochmal verzeiht, gebe es keine frühere Bestimmung, würdet ihr dafür bestraft werden. Aber dass ihr nicht darüber weiß, was Allah eigentlich von euch so diese absolute Jenseits und dementsprechend in allen Ebenen, in allen Situationen euch verhalten, sollt euch danach verhalten, dann würdet ihr dafür bestraft. Interessant. Interessant, Wallah. Und komme ich zu dieser Ayah, Sura 80, das ist Sura Takwir. Surat Adasa, 5 bis 11. Das ist die Geschichte mit dem Abdullah ibn Maktum, den Blinden. Ja? Den Blinden. Und diese Sura, liebe Geschwister, die Angesehenen und Bevorstehenden der Bevölkerung sind zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine Delegation gekommen und zu der Zeit kam zu ihm Abdullah ibn Maktum auch. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinem menschlichen Denken dachte er, wenn ich mich in der Situation auf diesen, sag ich mal so,
Worthabenden in ihren Völkern zuwende und dann, wenn ich sie auf die islamische Seite gewinne, dann gewinne ich gleichzeitig alle, die hinter ihnen stehen. Ja? Und das war nach seinem menschlichen Rechnen, das ist eine richtige Richtung, richtige Rechnung. Ja? Und in dem Moment hat er sich von dem Abdullah bin Umm Maktum so abgewandt. Und dann kommt der Koran und tadelt ihm dieses Verhalten. Das, was du, von dem du Abstand genommen hast und wendest du dir diesen angesehenen Menschen zu, das ist eigentlich nicht das Richtige nach der göttlichen Rechnung. Warum? Weil diese Leute werden nicht den Islam annehmen. Und dieser Mann wird eines Tages auch einen hohen Ansehen im Islam genießen. Und das finden wir auch in einer der Feldzüge der Muslime. Alle Muslime wollen außer dem Medina raus. Und wer war der Khalifa auf dem Medina? Abdullah ibn Maktum. Interessant, dass dieser Mann, ein einfacher Mann, der Blinde, der am Rande von Medina wohnt, der für die alle anderen nicht so hohe Rechnung mitträgt, eines Tages wird der Bürgermeister von Medina, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückkommt, der Stellvertreter. Ja? So interessante Situation. Dieser einfache Mann hat großen Gewicht und schweren Gewicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. So sollst du dich nicht verhalten. Und was du von demjenigen erwartest, das Ergebnis ist nicht deine Sache. Deine Sache ist, dich bemühen, um alles weiterzugeben. Ob sie das annehmen oder ablehnen, das ist nicht deine Sache. Du musst nur klare Mitteilung, Balaghun Mubin, klare Mitteilung. Ja? Und dann lesen wir diese Stille. Er blickte, das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er blickte und kehrte sich ab, weil der Blinde zu ihm kam. Was lässt dich wissen? Allah spricht ihn an. Er spricht den Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Was lässt dich wissen? Vielleicht läutert er sich. Diese Läuterung, diese innere Läuterung, innere Reinigung des Herzens von dem Blinden bei Allah wirkte alle diese hohen, angesehenen Menschen. Oder bedingt, so dass ihm die Ermahnung nützt. Ja? Du gibst die Mühe und du willst, dass die Menschen den Islam annehmen, obwohl es bei ihm so längst da, was nun jemanden angeht, nämlich diesen Blinden Abdullah ibn Maktum, der sich für unbedürftig hält, so widmest du dich ihm, obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt, dieser Abdullah ibn Maktum, und dabei gottesfürchtig ist, von dem lässt du dich ablenken. Keineswegs. Gewiss, es ist eine Erinnerung. Interessant. Und danach, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Maktum getroffen hat, hat ihn so begrüßt: Marhaba, ahlan, biman atabani fihi Rabbi. Ich begrüße den, wegen dem Allah mich getadelt hat. Allah. Ja, der Professor, wäre das von ihm gewesen, würden wir solche Situation nicht erleben. Eine weitere Situation, nämlich Surat al-Tauba nochmal, Vers 80 bis 84. Subhanallah. So, Allah subhanahu wa ta'ala